Hallo Leute! Ja, ich habe heute wieder mal einen kurzen und knackigen Quick-Tipp für euch. Und dieser Quick-Tipp ist für alle, die morgens mega Probleme mit dem Aufstehen haben. Das ist nämlich bei mir zum Beispiel auch der Fall. Und ich habe mir jetzt vor kurzem einen neuen Wecker gekauft. Und das ist tatsächlich das Ding, was ihr da hinten leuchten seht. Das ist nämlich ein Lichtwecker. Und das ist echt ein ziemlich kranker, geiler Scheiß. Dieses Teil weckt euch morgens quasi mit einem Sonnenaufgang auf. Und ich habe mir das schon so oft gesagt, dass also das Problem ist, bei mir in meinem Zimmer muss ich die Rollade nachts runter machen, weil unser Schlafzimmer leider direkt vor einer Straßenlaterne ist. Und ich kann so definitiv nicht einschlafen, wenn diese Laterne mir da ins Zimmer leuchtet. Ja, dementsprechend werde ich aber morgens auch extrem schwer wach, weil halt die Bude total dunkel ist. Und man kann natürlich besonders gut schlafen, wenn es im Zimmer dunkel ist. Und da ist dieser Wecker einfach so mega geil. Also ich muss schon sagen, ich habe trotzdem immer noch Probleme mit dem Aufstehen. Das ist bei mir einfach generell so ein Problem. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich bin schon lange irgendwie so ein bisschen am Nachforschen, aber richtig rausgefunden habe ich es noch nicht. Aber es geht jetzt auf jeden Fall viel, viel geiler. Dieser Wecker hat auch so ein paar natürliche Wecktöne dabei und ein Radio, wenn man es halt ein bisschen mehr Hardcore-mäßig braucht und ein bisschen mehr Lautstärke braucht zum Aufstehen. Und ja, also ich würde jedem empfehlen, der extreme Probleme mit dem Aufstehen hat, das mal auszuprobieren, weil es ist es auf jeden Fall wert. Also man tut sich morgens echt viel, viel leichter mit dem Aufstehen. Und es ist auch echt super angenehm irgendwie, wenn man dann schon die ganze Bude hell hat. Also das ist jetzt quasi die maximale Einstellung, die ich da jetzt eingestellt habe. Und das ist halt auch wirklich dann echtes, richtiges 5500 Kelvin Tageslicht. Also richtig schönes weißes Licht. Und das ist schon echt ziemlich lässig. Ja, das war's auch schon mit einem kleinen Quick-Tipp-Video. Vielleicht konnte ich euch ja ein bisschen helfen. Vielleicht probiert ihr es ja auch mal aus, so ein Lichtwecker. Gibt es auch günstigere Alternativen von? Ich habe jetzt einen von Philips, weil ich gehört habe, dass die günstigeren Alternativen irgendwie jetzt nicht wirklich einen richtigen, vernünftigen Sonnenaufgang machen, weil dieses Teil halt wirklich über 20 Minuten lang immer heller wird. Und ich glaube, so was ich gehört habe, sind bei diesen Billigvarianten passiert es halt innerhalb von 10 Sekunden, dass das Ding dann angeht. Und ist vielleicht dann nicht ganz so effektiv, kann ich jetzt nichts zu sagen, aber mit dem Teil bin ich auf jeden Fall super zufrieden. Und ja, also das war's mit dem Video. Wenn ich euch damit helfen konnte, gebt dem Video gerne einen Daumen hoch und lasst ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt. Und schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr vielleicht einen Lichtwecker habt oder ob ihr euch überlegt, euch einen zu kaufen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns dann im nächsten Video. Tschüss!